liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass ich Sie, dass ich euch begrüßen darf zu unserer Rechtsextremismus-Enquete. Wir, das sind vor allem drei Abgeordnete des Grünen Parlamentsclubs, die den Bereich Rechtsextremismus betreuen, Sigi Maurer, der Albert Steinhauser und ich. Wir haben sozusagen die Nachfolge angetreten eines sehr bekannten grünen Gesichts, was die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus anlangt, eines Gesichts, und nicht nur das Gesicht ist da, sondern auch die Person ist da, jemand, der uns auch weiter unterstützt und die Plattform Stopp die Rechten betreut, der uns große Schuhe hinterlassen hat, darum hat er gleich drei Nachfolger gefunden. Lieber Karl, freut mich, dass du da bist und heute auch mit dabei bist. Beschließen wird die Veranstaltung die Sigi Maurer. Bei den Grünen ist üblich, dass die Frauen das letzte Wort haben, von daher war diese Entscheidung dann auch klar. Und ich wünsche uns allen heute einen spannenden Tag. Danke, Harald. Ich möchte vielleicht kurz einleiten und begründen, warum wir diese Enquete machen. Ich glaube, vielen ist das grundsätzlich klar, aber es sind doch ein paar Daten, Fakten, Zahlen, die man sich vor Augen führen muss und die, glaube ich, auch zeigen, dass es notwendig ist, dass es Veranstaltungen wie diese gibt. Wir haben das Jahr 2013 und wir haben im Jahr 2013 einen massiven Anstieg rechtsextremer Straftaten erlebt und das auf einem Niveau, das schon relativ hoch war, weil wir schon die Jahre davor immer wieder einen deutlichen Anstieg gehabt haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren im Jahr 2013 absolute Spitzenwerte erreicht haben. Die antisemitisch-rechtsextrem motivierten Straftaten sind um 11% gestiegen, die Anzeigen nach dem Verbotsgesetz sind um 13% gestiegen und die Anzeigen nach dem Verhetzungsparagrafen haben um 85% im Jahr 2013 zugelegt. Diese Zahl wird dann noch unterstrichen durch ein weiteres Faktum. Es gibt die Internetmeldestelle, wo rechtsextreme Inhalte im Internet gemeldet werden können. Diese Zahl ist um 100% gestiegen, das heißt, sie hat sich verdoppelt. So, diese Zahlen zeigen aber nur eine Fieberkurve, sie noch kein Befund, warum es zum Anstieg dieser Zahlen kommt. Dafür kann es ja viele Gründe geben. Einerseits kann die Sensibilität gestiegen sein, dass man mehr anzeigt, weil man sozusagen sensibler in diesem Bereich ist. Es kann auch sein, dass Straftaten, die früher nicht als rechtsextrem motiviert erkannt wurden, jetzt als rechtsextrem motiviert erkannt werden und daher in die Statistik einfließen. Oder es kann auch sein, dass schlicht absolut die Zahlen gestiegen sind. Und eine Idee war, im Rahmen dieser Enquete sich auch auszutauschen, was der Grund für den Anstieg sein könnte. Diesen Anstieg der Anzeigen muss man zwei andere Zahlen gegenüberstellen, nämlich die Verurteilungsquote. Und da sind die Zahlen wieder auffällig niedrig. Wir haben beim Verbotsgesetz eine Verurteilungsquote von 5%. Das heißt, 5% aller Verfahren, die im Bereich des Verbotsgesetzes eingeleitet werden, enden mit einer Verurteilung. Im Bereich der Verhetzung sind es überhaupt nur 3%. Jetzt ist gar nicht jede Anzeige führt zu einer Verurteilung. Das ist auch in anderen Straftatbeständen so. Aber was ist eine Zahl, an der man sich orientieren kann? Durchschnittlich führen im Strafgesetzbuch 20% aller eingeleiteten Verfahren zu einer Verurteilung. Das heißt, wir haben im Bereich der Verhetzung und des Verbotsgesetzes eine deutlich niedrigere Verurteilungsquote als im Schnitt des Strafgesetzbuchs. So, das ist ein Grund, näher hinzuschauen. Und ich glaube, es gibt drei Punkte, die wir genauer beleuchten wollen. Das erste ist, was sind die aktuellen Rekrutierungsfelder der extremen Rechten? Auch da gibt es ja insofern Bewegung, indem neue Organisationen und Bewegungen unter Anführungszeichen auftreten, wie Pegida oder die Identitären. Das hat sich, wenn wir jetzt über einen längeren Zeitraum, das werden unsere eingeladenen Experten noch genauer ausführen, natürlich insofern die Szene verändert, als dass Mode, Musik eine viel wichtigere Rolle hat als noch vor 20, 30 Jahren. Aber ein Punkt, wir wollen uns die Rekrutierungsfelder der extremen Rechten anschauen. Das zweite ist, der Harald Walz hat es angesprochen, wir wollen uns die Präventionsarbeit anschauen, denn
Man kann natürlich immer mit dem Strafgesetzbuch reagieren, aber noch zielführender wäre, dass mit Prävention vermieden wird, dort wo es möglich ist, dass Personen mit der rechtsextremen Gedankengut in Berührung kommen und dafür unter Anführungszeichen begeistert werden. Und das Dritte, was wir uns anschauen wollen, ist die Polizei- und Justizarbeit. Die Zahlen, die ich gesagt habe, glaube ich, begründen das, dass man da genauer hinschauen muss. Und es sind ja auch einige Vorfälle, die nachdenklich machen. Ich erinnere an die Pegida-Demonstration vor letzten Montag oder Montag vor einer Woche, wo es zahlreiche Schilderungen gibt von Hitlergrößen auf der Pegida-Demonstration, aber auch klare Schilderungen gibt, dass die Polizei auf das nicht reagiert hat. Und da stellt sich die Frage, warum wird da weggeschaut, warum wird da nicht, so wie es immer beteuert wird. Wir diskutieren das oft im Parlament und auch mit dem Polizeipräsidenten und da sagt er immer, wenn auf einer Demonstration NS-Provokationen stattfinden, wird sofort eingegriffen. Auf der Pegida-Demonstration haben wir das so nicht feststellen können. Darüber müssen wir reden. Oder ein weiterer Punkt, ich weiß nicht, ob das alle gelesen haben, die Zurücklegung einer Strafanzeige in Linz, wo wir uns alle fragen, wie das möglich ist. Ich wiederhole es, auch wenn es grauslich ist, ein Hitlerbild wurde gepostet und sinngemäß darunter geschrieben, ich habe Juden ermordet, aber einige habe ich übrig gelassen, damit ihr wisst, warum ich die anderen ermordet habe. Das ist jetzt frei zitiert, aber das war in etwa der Inhalt. Da wurde von der Staatsanwaltschaft befunden, dass das kein strafbarer Tatbestand ist. Da müssen wir hinschauen, weil entweder gibt es eine Lücke im Strafgesetzbuch oder es gibt eine Staatsanwaltschaft, die nicht konsequent genug vorgeht. All das schauen wir uns an und ich möchte schon wieder schließen. Wichtig ist aber, und das möchte ich sagen, gewinnen kann man die Auseinandersetzung nur gegen den Rechtsextremismus, wenn es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die auch zeigt, dass es Grenzen gibt und die bei Demonstrationen auch klar artikuliert, dass die Straße nicht den Rechtsextremen gehört. So, in diesem Sinne möchte ich an den Niki Kunrad weitergeben. Der Niki Kunrad ist so nett und moderiert diese Veranstaltung heute. Ich glaube, zum Niki Kunrad muss man nicht viel sagen. Er ist bei den Wiener Grünen beschäftigt, schon lange mit dem Thema Rechtsextremismus befasst und hat sich auch aktiv in das Bündnis Jetzt Zeichen setzen, AT für die Grünen eingebracht. Bitte, Niki. Als erstes zu meiner linken Seite, das ist viel angenehmer, wenn ich das so sagen würde. Zu meiner linken Seite wird Andreas Beham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands sprechen. Er wird einen Vortrag zum Thema, was ist überhaupt Rechtsextremismus, aus seiner Sicht da entsprechend abhalten. Dann links von euch, der Karl Oellinger, heute schon prominent vorgestellt mit den großen Schuhen. Er wird zur Entwicklung des Rechtsextremismus sprechen und da wird es dann entsprechend danach dann die Arbeitskreiseinteilung geben. Um ca. 10:45 wollen wir in eine kurze Kaffeepause gehen und da auch dann erkennen, wer hätte denn wo Interesse, in welchen Arbeitskreis zu gehen, wobei es bei den Arbeitskreisen dann geht um die thematischen Foren Strafverfolgung und Rechtsextremismus als eines, wo den Input der Lars Ostermeier, der Norbert Leonhard Meyer und der Roger von Laufenberg bringen werden vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie und moderiert von Albert Steinhauser. Dann der zweite Arbeitskreis ist Präventionsarbeit und Ausstieg, wo Andreas Beham noch einmal etwas einbringen wird und die Moderation von Harald Walser passieren wird. Und der dritte Arbeitskreis ist die Betätigungsfelder des Rechtsextremismus, wo den Input die Astrid Hanisch machen wird und die Moderation die Sigi Maurer. Wenn man sich das dann ungefähr vorstellen kann, in welchem man dann geht, dass man das dann auch ungefähr dann einchecken kann. Wir haben drei weitere Räume hier im Parlament dann zur Verfügung während der Veranstaltung und die wollen wir da auch entsprechend von der Größe dann entsprechend verteilen, wer wo denn sein wird. Und ganz zum Abschluss, last but not least, zwei Personen, freut mich sehr, dass auch da sind. Das eine, die Nationalratsabgeordnete Betty Bayer von der Sozialdemokratischen Partei und Adalbert Wagner von der Präsidentin des Parlaments. Danke. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Danke für die Einladung zu dieser Enquete, die ich sehr gerne angenommen habe. Danke auch für die Vorbereitung, für das Organisieren. Ich glaube, über die Wichtigkeit, über die Relevanz
des Themas werden wir uns sehr schnell einig werden. Kollege Steinhauser hat auch darauf hingewiesen, auf die Zunahme neonazistisch, rassistisch, antisemitisch und so weiter motivierter Tathandlungen und auch auf diesen Gap, der sich hier auch aufgetan hat oder der eigentlich seit jeher besteht, was die Anzeigen und die Verurteilungen betrifft. Ich möchte beginnen mit einer Begriffsbestimmung, mit der Frage oder mit einer versuchten Antwort auf die Frage, was ist Rechtsextremismus, welche Angebote macht Rechtsextremismus den Menschen, weil nur wenn wir sozusagen diese Angebote uns genau anschauen, verstehen wir auch seinen Erfolg und können, wie ich meine, auch wirksame Gegenstrategien entwickeln. Mich leiten sozusagen drei Gedanken dabei oder ich verbinde mit meinem Input ja drei Wünsche. Zunächst einmal, dass wir uns einig sind, was Rechtsextremismus ist, dass wir uns einig sind, dass er nicht identisch ist mit Neonazismus, dass wir begrifflich genau arbeiten müssen, dass wir nicht alles in einen Topf schmeißen, dass wir gerade mit Blick dann auch auf den Workshop zur Prävention und zu den Ausstiegsmöglichkeiten oder auch hier zu den Lehrstellen bzw. zum Bedarf, den es in Österreich eigentlich gäbe, was eine professionelle Ausstiegsarbeit betrifft. Und da möchte ich vor allen Dingen jetzt in der Einleitung mit Blick auf Jugendliche ja, deutlich machen, wovon sozusagen die Faszination jetzt weniger des Rechtsextremismus, sondern von seiner, wenn man so will, Steigerungsform, dem Neonazismus ausgeht. Wie gesagt, Neonazismus zunächst einmal, es wird dann sicher noch deutlicher werden, begreifen wir als Steigerungsform des Rechtsextremismus. Wir können auch sagen, Rechtsextremismus plus Gewalt plus offene, zustimmende Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, Leugnung der NS-Verbrechen, kultische Verehrung der nationalsozialistischen Führung und natürlich auch weit anhaltende Verwendung nationalsozialistischer Symbole. Das heißt aber, inhaltlich ist der Neonazismus sozusagen vom Rechtsextremismus ja, eigentlich nur durch die Quantität, wenn man so will, durch die Deutlichkeit, durch den deutlicheren Ausdruck unterschieden. Oder wir können auch sagen, der Neonazismus ist der militante, der verbotene, der illegale Rechtsextremismus. Also hier würde ich mir wünschen, dass auch unter uns wieder ja, ein bisschen mehr Bewusstsein einkehrt, was den Begriff betrifft, was seine Verwendung betrifft. Es ist nämlich tatsächlich falsch, wenn zum Beispiel gefordert wird, auch von politischen Parteien oder Mandataren, eine behördliche Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das ist nach der österreichischen Verfassung, nach der österreichischen Gesetzeslage nicht zu verwirklichen. Ja? Wir verrennen uns da in eine Sackgasse, wir hängen uns da an die deutsche Diskussion an, wo das tatsächlich möglich wäre. In Deutschland ist der Rechtsextremismus verfassungsfeindlich, nicht so in Österreich. In Österreich gibt es nur das NS-Verbotsgesetz. Ja? Das heißt, die Behörden sind einzig angehalten, den Neonazismus zu bekämpfen, zu verfolgen. Mit einer kleinen Ausnahme, das hat das Innenministerium in besseren Tagen auch so erkannt und festgehalten. Die Beobachtung des Rechtsextremismus nach dem Sicherheitspolizeigesetz ist zulässig, sofern der Rechtsextremismus sozusagen das legale Vorfeld des Neonazismus darstellt. Also im Sinne auch einer erweiterten Gefahrenabwehr, dass man durchaus schon Rechtsextremismus natürlich beobachten kann, aber die Gesetze selbst ergreifen erst im Fall des Neonazismus. Also hier plädiere ich wieder zu einer Rückkehr, zu einer genauen Begrifflichkeit und hier wirklich genau zu unterscheiden zwischen dem legalen Rechtsextremismus, der eben nicht verfassungsfeindlich ist im Unterschied zu Deutschland, und dem militanten, verbotenen Rechtsextremismus, dem Neonazismus, weil wir tun uns auch selbst hier keinen Gefallen, wenn wir hier nicht trennscharf und genau sind. Das bringt mich zum letzten Wunsch. Gerade
Natürlich in diesem Rahmen möchte ich den artikulieren. Ich wünsche mir, dass die FPÖ wieder als das bezeichnet wird, was sie ist, nämlich rechtsextrem. Also nicht rechtsextremistisch, um mich hier auch abzugrenzen, eben von dem Extremismus-Diskurs, aber rechtsextrem. Wer sich diese Argumentation zu den Begriffen und zur Frage, ist die FPÖ rechtsextrem, genauer ansehen will, ich habe noch sieben Exemplare eines jüngst erschienenen Buches mit. Ich bin auch aktiv so mit meinem alter Ego Heribert Schiedl in der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit in Wien. Und wir haben Ende letztes Jahres einen Band zu Rechtsextremismus, kritische Rechtsextremismusforschung herausgegeben, wo auf der einen Seite sehr viel zum Begriff, zur Diskussion um die richtige Verwendung des Begriffes in Österreich zu finden ist, auf der anderen Seite ein Aufsatz zum rechtsextremen Charakter der FPÖ. Was ist Rechtsextremismus? Wie gesagt, auch in Österreich wird leider jener Rechtsextremismus, der sich noch im verfassungsrechtlichen Rahmen der Demokratie artikuliert, der bei Wahlen antritt und dort erfolgreich ist, dieser Rechtsextremismus wird sehr gerne und leider eben auch von vielen sich als links, als antifaschistisch verstehenden Menschen auch hier im Parlament als Rechtspopulismus bezeichnet. Ja, ich halte das tatsächlich für eine Verharmlosung. Eine Berechtigung hätte diese Bezeichnung für Deutschland oder in Deutschland, wo, wie gesagt, eine enge definitorische Bindung des Begriffes Rechtsextremismus an die eben gewalttätige Frontstellung oder Ablehnung gegen / der freiheitlich-demokratischen Grundordnung besteht. Demgegenüber hätte sich eigentlich ursprünglich in Österreich, das ja bekanntlich diese freie-demokratische Grundordnung nicht kennt in der Verfassung, wie gesagt, es gibt in Österreich nur das NS-Verbotsgesetz, insofern sind alle Extremismen, wenn man so will, jetzt nach der deutschen Diktion in Österreich nicht als verfassungsfeindlich zu bezeichnen und sollten auch nicht so gesehen werden. Also wie gesagt, in Österreich hat sich, und da beziehe ich mich auf die frühen 90er Jahre, auf Willi Holzer, Historiker in Klagenfurt, eigentlich zumindest in der Wissenschaft und zum Teil auch im Journalismus und in der Politik in den 90er Jahren, auch in der Auseinandersetzung natürlich mit Jörg Haider, hat sich ein Begriff von Rechtsextremismus durchgesetzt, der ja als inhaltlich zu verstehen ist und weniger formalistisch wie der deutsche Begriff. Also der deutsche Begriff, der wirklich sozusagen sich nur abarbeitet eben am Grad der Ablehnung der Demokratie als Form, ja, also der liberalen Parteien Demokratie und vor allen Dingen an der Gewaltfrage. Der Holzersche Begriff, wie gesagt, versucht sich dem Phänomen, das er als Syndromphänomen begreift, inhaltlich zu nähern, und wir bestimmen Rechtsextremismus nach Holzer, wenn man so will, ja, als ein ganzes Bündel von Merkmalen, wobei wir diskutieren könnten, wie viele dieser Merkmale oder Elemente vorhanden sein müssen, um von Rechtsextremismus sprechen zu können. Auf jeden Fall herrscht Einigkeit darüber, dass einzelne Merkmale nicht reichen, weil wir einzelne Merkmale wie zum Beispiel Rassismus, Ethnozentrismus, Antisemitismus auch in anderen politischen Lagern finden und auch in der politischen Mitte. Ja. Im Übrigen stellen diese, wenn man so will, Interdiskurse ja gute Anknüpfungspunkte für Rechtsextreme dar, um eben in andere sozusagen politische Milieus vordringen zu können, in die soziale und vor allem politische Mitte, in den Mainstream vordringen zu können. Das heißt, wie gesagt, es geht um eine spezifische Anordnung dieser Elemente, die wir und eine Verbindung, die wir als Rechtsextremismus bezeichnen. Der Rechtsextremismus ändert sich im historischen Ablauf, seine Themen ändern sich, aber es gibt, und in Anlehnung an Umberto Eco, der vom faschistischen Minimum gesprochen hat, möchte ich vom rechtsextremen Minimum sprechen, das heißt sozusagen die Bedingung, die vorhanden sein muss, also der definitorische Kern, um von Rechtsextremismus sprechen zu können, das wäre meiner Meinung nach zweierlei, wobei es in Verbindung steht. Das eine ist die Behauptung natürlicher Ungleichheit oder konkreter die Verwandlung von sozialer Ungleichheit in natürliche.
Ja, hier sehen wir ganz deutlich, und Holzer weist darauf hin, wenn er sagt, der Rechtsextremismus ist radikalisierter Konservativismus. Ja? Im Konservativismus bis zur Französischen Revolution, bis zur Aufklärung, wurde soziale Ungleichheit und auf sozialer Ungleichheit basierende Herrschaft mit Gott legitimiert. Also Gott ist die letzte unhinterfragbare Instanz. Das wird in der bürgerlichen Moderne zunehmend unmöglich, und der Rechtsextremismus beerbt sozusagen den Konservativismus auch in der Funktion, diese Ungleichheit produzierten Verhältnisse zu stabilisieren und zu legitimieren. Ja? Aber wie gesagt, Gott ist tot, Religion zur Privatsache erklärt, die Natur ersetzt Gott als letzte unhinterfragbare Instanz. Also wirklich, das würde ich sagen, ist Teil des rechtsextremen Minimums, dieser Biologismus, ja, der Versuch, Gesetze, tatsächliche oder vermeintliche Gesetzmäßigkeiten aus der Natur, aus dem Tierreich auf das Soziale, auf die Gesellschaft zu übertragen. Wenn man soziale Ungleichheit zur natürlichen Ungleichheit erklärt, beziehungsweise ganz allgemein gesprochen, dieser Biologismus kennt natürlich kaum oder gar nicht Möglichkeiten zur Veränderung. Ja, also wenn es von Natur aus so ist, dann ist es auch nicht änderbar. Wir wissen, was passiert, wenn man sich über Naturgesetze hinwegsetzt, ja, über die Schwerkraft zum Beispiel. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich glaube, auch wenn nur der Neonazismus gekennzeichnet ist durch physische Gewalttätigkeit, dass aber auch dem Rechtsextremismus sozusagen eine latente Gewalt innewohnt. Sie drückt sich ja auch aus in einer sehr gewaltvollen Sprache, in einer Diffamierung der politischen Gegner, Gegnerinnen, in einem Lächerlichmachen der Kritiker, Kritikerinnen, einigerinnen, einschließlich mir, können da auch dann gern vieles erzählen in der Pause beim Kaffee, auch der Karl hat einiges zu erzählen. Also diese grundlegende Menschenfeindlichkeit, das halte ich tatsächlich für etwas sehr, zumindest strukturell Gewalttätiges. Dieses naturalisierende Menschenbild oder Geschichtsbild, wie gesagt, in diesem Bild ist keine Veränderung möglich. Nicht umsonst hängt man sozusagen dem nietzscheanischen Geschichtsmodell an im Rechtsextremismus, also das Zirkulieren, der ewige Kreislauf, das Werden und das Vergehen. Ja. Also hier auch wieder eine Metapher aus der Natur. Das heißt, eine soziale Veränderung in Richtung mehr Emanzipation, Richtung Fortschritt, zu mehr Gleichheit, in Richtung Demokratisierung, wird als im Widerspruch zur Natur stehend abgelehnt. Dieser Biologismus ist, wie gesagt, ein Anti-Universalismus, ein Anti-Egalitarismus, also er richtet sich gegen die Gleichheit, und darum habe ich auch versucht, im Buch sozusagen nachzuweisen, dass die FPÖ, auch wenn sie nicht undemokratisch ist, in dem Sinne, dass sie bei Wahlen antritt, sozusagen formal die Kriterien einer demokratischen Partei erfüllt, zumindest in einem ähnlichen Ausmaß wie andere Parteien, dass sie aber inhaltlich nicht als demokratisch gesehen werden kann, weil sie sozusagen die Grundlage, die Prämisse der liberalen Demokratie ablehnt, die Gleichheit aller Menschen, die Idee einer Menschheit. Das bringt mich zum nächsten sozusagen definitorischen Minimum, wenn man so will, nämlich das Denken und Handeln in Völkern. Also zentrale Kategorie des Rechtsextremismus ist nicht das Individuum, also das anti-individualistische Stoßrichtung, und ist nicht die Menschheit, sondern die Subjekte der Geschichte, der Politik sind Völker. Ja, nicht verstanden als Nationen, als politische Gemeinschaften, sondern als Blut- oder Abstammungsgemeinschaften. Hier ist auch schon die sozusagen notwendige Nähe, Neigung zum Rassismus angesprochen. Diese Völker werden mit einer unveränderlichen oder weitgehenden unveränderlichen Eigenart ausgestattet, die sogenannte Identität, heute auch gern kulturelle Identität genannt. Und, das ist wichtig, sie werden dem Individuum als Träger von Freiheitsrechten oder als Trägerin von Freiheitsrechten zumindest gleichgestellt in mancher Hinsicht, vor allen Dingen, wenn es um Krieg, um Überleben des Volkes geht, sozusagen den Interessen des Individuums sogar übergeordnet.
damit in engem Zusammenhang stehend und wie gesagt immer noch sozusagen in diesem Minimum, würde ich meinen, zu verorten, ist der integrale Nationalismus, das heißt die Volksgemeinschaftsideologie. In dieser Ideologie wird die homogene Gemeinschaft, die nach dem Vorbild der Familie konstruiert wird, gegen die heterogene Gesellschaft gestellt. Diese Gemeinschaftsideologie, wie ich auch versucht habe, also an einer anderen Stelle zu zeigen, ist notwendig antisemitisch, weil, zumindest in Österreich oder zumindest im deutschsprachigen Raum, weil die soziale Wut, die soziale Aggression, die im Inneren der Gemeinschaft, der Volksgemeinschaft nicht zugelassen ist, sozusagen, ja, gegen wen kann sie die richten? Also nur nach außen, auf die, die nicht dazugehören, eben historisch vor allen Dingen Juden und Jüdinnen. Rund um diesen, wenn man so will, definitorischen Kern gruppieren sich jetzt verschiedene Elemente und es wäre falsch, den Rechtsextremismus als statisches Phänomen zu sehen. Er ist permanent in Bewegung, er passt sich an, er ist natürlich auch populistisch, ja, er hat sich gerade seit 1945 modernisiert. Wir haben vorher gehört, die Identitären, wir sind gerade konfrontiert, wenn man so will, mit der jüngsten Modernisierungswelle, mit der sogenannten antimuslimischen Modernisierungswelle des Rechtsextremismus. Aber wie gesagt, dieser Kern, den halte ich schon für relativ stabil und statisch. Was gruppiert sich jetzt hier rundherum? Ja, allen voran ein Hyperpatriotismus, ein, wie Holzer meint oder geschrieben hat, zur Selbstüberhöhung neigendes Wir-Gefühl. Ja, im Fall der FPÖ ein bisschen widersprüchlich. Die Partei, die am meisten mit rot-weiß-roten Fahnen rumweht, die sich soziale oder nationalsoziale Heimatpartei nennt, ist gleichzeitig die Partei, deren, ob man in den 90er Jahren die österreichische Nation als ideologische Missgeburt bezeichnet hat, die seit 2011, und das zeigt, verweist auf die Macht der Burschenschaften, der völkischen Kooperationen in dieser Partei, auf die wiedererlangte Macht, die das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft jetzt auch offiziell wieder im Parteiprogramm hat. Das ist 1998 unter Haider gestrichen worden und ist eben Ausdruck des neuerlichen Rechtsrucks der FPÖ seit 2005. Und so gesehen kann man nun auch in programmatischer Hinsicht die FPÖ, wie ich meine, als rechtsextrem zu bezeichnen. Umso verwunderlicher, dass es immer weniger oder viel zu wenige Menschen auch in diesem Haus dazu bereit sind, das zu tun. Dann ist Rechtsextremismus gekennzeichnet durch einen, wenn man so will, dauernden Protest oder, wie es seit Erich Fromm auch heißt, autoritäre Rebellion gegen die da oben, gegen das herrschende System, ein Begriff aus der Nazizeit vor allen Dingen, Systemmedien, Systempolitiker, feiert auch, wenig überraschend, heute vor allen Dingen bei der FPÖ fröhliche Urstände. Also diese permanente autoritäre Rebellion gegen demokratische Institutionen, nicht gegen die Demokratie, wie gesagt, als Form, aber gegen demokratische Institutionen und Einrichtungen wie Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Minderheiten, Antidiskriminierung. Ich darf daran erinnern, dass für die FPÖ die Frau Susanne Winter keine vorbestraft, also Straftäterin ist, sondern ja, die Jeanne d'Arc der Islamkritik, wie es dort heißt, weil der Paragraph 283 Strafgesetzbuch offenbar nicht anerkannt wird. Ja. Ähnlich beim Verbotsgesetz. Also ganz, ich meine doch, zentrale, wichtige Elemente der Demokratie, wie Minderheitenschutz, Diskriminierungsverbote, Verbot der Hetze und so weiter, werden abgelehnt, bekämpft und das noch dazu unter dem Label eben der Meinungsfreiheit. Da geht man sogar so weit, dass man die Ausweitung der direkten Demokratie fordert und da tun sich auch viele schwer, das als undemokratisch zu identifizieren, nämlich auch der direkten Demokratie in der Form, dass die Mehrheit über die Rechte, zum Beispiel die freie Religionsausübung, einer Minderheit bestimmen darf. Stichwort Minarett, Moscheeabstimmung in der Schweiz. Ja. Also ich meine, wenn man so ein formalistisches Verständnis von Demokratie hat, wird man sehr schwer die FPÖ sozusagen und ihre Forderungen nach mehr
direkter Demokratie dem was entgegenhalten können, und vor allen Dingen wird man auch nicht dem entgegenhalten können, wenn von rechtsextremer Seite unser Eins immer in das Eck des Antidemokraten sozusagen gerückt wird. Ja, man ist sozusagen in der Defensive, wenn man sich auf diese formalistische Ebene beschränkt und darauf einlässt. Weiter ist der Rechtsextremismus gekennzeichnet durch ein extremes Ticketdenken, so hat Adorno das genannt, also ein Denken in festen Gruppen, eine starre Form des Denkens, fehlende Spontanität, damit verbunden eine Dichotomisierung der Gesellschaft. Hier auf der einen Seite wir, das sind die Guten, das sind die Unten, die kleinen Leute, auf der anderen Seite die da oben, die Korrupten, die Bösen, die, was auch wichtig ist im Rechtsextremismus, Vertreter fremder Interessen, beziehungsweise Volk versus Elite, etwas, was im Übrigen auch ja, den Populismus ganz allgemein kennzeichnet. Also Rechtsextremismus ist natürlich auch ein Populismus, wobei ich dafür plädieren würde, den Populismusbegriff mehr für die Inszenierungen, für die Agitation, sozusagen für die alltägliche politische Arbeit oder Beschreibung, Analyse dieser Arbeit zu verwenden, und den Rechtsextremismus eher sozusagen für die Inhalte, die transportiert werden. Weiters kennzeichnet den Rechtsextremismus ein rigider Geschlechterdualismus, wenig überraschend nach dem, was ich schon über Natur und den Biologismus gesagt habe, wird im Rechtsextremismus die Differenzierung zwischen biologisches Geschlecht, also Sex, und sozialen bzw. kulturellen Geschlecht, Gender, abgelehnt. Abgelehnt wird auch jede Abweichung von einer eben behaupteten natürlichen Norm. Die Kollegen, Kolleginnen hier im Parlament können wir das sicher bestätigen, wie oft hier gerade gegen Homo-Ehe, Adoptionsrecht und so weiter hier von Wendeli Mölzer und anderen Abgeordneten der FPÖ mit der Natur, mit der Widernatürlichkeit und so weiter argumentiert wird. Ein weiteres Element des Rechtsextremismus ist eine spezifische Geschichtsbetrachtung, eine, wenn man so will, nationalisierende, deutschnationale Geschichtsbetrachtung bis hin zu weichen Formen des Revisionismus. Also wie gesagt, die harten Formen sind ja nach dem Verbotsgesetz, stehen unter Strafandrohung. Bei der FPÖ ist man auch diesbezüglich natürlich vorsichtig. Es kommen hier eher weiche Formen zur Anwendung, beziehungsweise auch das gehört für mich hier rein, Stichwort Täter-Opfer-Umkehr. Auch das ist für mich eine Form des Revisionismus, wenn sich die FPÖ hinstellt oder Heinz-Christian Strache persönlich und sie sich zu den neuen Juden erklären, die antifaschistischen Proteste gegen den WKR oder Akademikerball zu einer Reichskristallnacht und so weiter und so fort. Also wir kennen diese unerträglichen Aussagen, die ja nicht nur Täter-Opfer-Umkehr sind, sondern implizit auch eine Verharmlosung des Nationalsozialismus darstellen. Ja? Wenn Strache, so wie vor ein paar Wochen sagt, jetzt marschiert wieder die SA, die sozialistische Antifa, ja, dann verharmlost er meiner Meinung nach gröblich, und das wäre an und für sich in Österreich unter Strafandrohung, verharmlost er gröblich sozusagen die Verbrechen des Nationalsozialismus. Ein weiteres wichtiges Element ist Rassismus, ich habe schon erwähnt, wobei wir, auch das habe ich schon erwähnt, heute, also im Stichwort Modernisierung, nicht mehr mit einem biologischen Rassismus konfrontiert sind, sondern mit einem kulturellen Rassismus, mit einem Neorassismus, der sich gerade, Stichwort antimuslimischer Rassismus, in den letzten Jahren weiter modernisiert hat. Heute ist nicht mehr die Rede von Überfremdung oder Umvolkung, weil zumindest vor einigen Jahren noch ja, ein Großteil der Menschen und auch die Behörden, zumindest in den frühen 90er Jahren noch, erkannten, dass der oder die von Überfremdung oder Umvolkung spricht, ja, entweder Neonazi ist oder und Verhetzung betreibt. Ja, das war ganz klar sehr schnell zu identifizieren als ja, rassistisch-rechtsextrem. Heute mit dem Begriff Islamisierung, der sozusagen den Begriff Umvolkung oder Überfremdung ersetzt hat, ist das ja, offenbar nicht mehr möglich. Ja. Es gelingt Rechtsextremen mit diesem Begriff oder mit der Warnung vor der Islamisierung ja, in viel weitere Bereiche, Milieus, politische Lager,
wie man das nennt, vorzudringen, als noch mit dem älteren, deutlich erkennbaren Anti-Immigrationsrassismus. Ebenfalls ein nach wie vor wichtiges Element des Rechtsextremismus, der Antisemitismus, wobei man sagen muss, je weiter man in die politische Mitte geht, desto kodierter wird dieser Antisemitismus. Also der Neonazi spricht ganz offen von der Judenrepublik, so wie wir das auf Alben Donau lesen konnten. Ja, der Rechtsextreme spricht verschämt von der internationalen Hochfinanz oder von der US-amerikanischen Ostküste. Wir sehen auch hier von Rechtspopulismus zu Rechtsextremismus zu Neonazismus ist eben auch eine Frage der Steigerung und des immer deutlicher werdenden Ausdrucks. Ja, der Rechtsextreme spricht verschämt von der Kultur, der Neonazi spricht offen von der Rasse. Also Antisemitismus, ein wichtiges Element dieser Antisemitismus, und es wird gerade in den letzten Jahren unter den Bedingungen der Finanz- und Wirtschaftskrise bedeutender, dieser Antisemitismus ist eingebettet in einen allgemeinen, aber auch der antimuslimische Rassismus, in einen allgemeinen Dekadenz- oder Katastrophendiskurs, in die Behauptung, dass Europa untergeht, zersetzt wird, auch ein bekanntes antisemitisches Bild. Dass wir quasi im Notstand uns befinden und wie die Identitären das zum Beispiel formuliert haben, das ist dieser Pathos der letzten Generation. Ja, man sei jetzt sozusagen eben die Letzten, die in der Lage sind, das aufzuhalten. Diese Islamisierung, den Untergang des Abendlandes. Im Übrigen auch hier ist die strukturelle Gewalt, wie ich meine, sehr leicht zu erkennen. Was heißt das, wenn ich mich zur letzten Generation erkläre, die etwas aufhalten kann, ja, dass alle Mittel erlaubt sind. Und diesen Schritt ist Anders Breivik bekanntlich gegangen, im Glauben sozusagen wirklich sozusagen etwas aufzuhalten. Anders Breivik war subjektiv aufrichtig in seinem Wahn, und ich würde meinen, diesen Wahn teilt er vielleicht jetzt nicht mit der Führungsriege der Identitären, aber es laufen draußen noch sehr viele Breiviks rum, die sozusagen ihren persönlichen Wahn bestätigt finden im sozialen Wahn des antimuslimischen Rassismus, im Wahn, in der Wahnvorstellung, dass Europa systematisch islamisiert wird und auch werden soll und dass es da im Hintergrund eben Multikulturalisten oder Strippenzieher gibt, die dafür verantwortlich sind. Weiters ist der Rechtsextremismus gekennzeichnet, wie Wilhelm Heidmeier das nennt, durch totalitäre Normenverständnisse. Ich habe es im Zusammenhang mit den Geschlechterbildern schon erwähnt, also sehr rigide Vorstellungen von Norm, von Normalität. Er ist verbunden mit Autoritarismus, mit autoritären Einstellungen und sehr antiliberalen eben Ordnungsvorstellungen bis hin zum starken Staat. Ja, aber auch der starke Staat, bitte, ist noch keine Diktatur. Ja, hier geht es um Law and Order, um lebenslang muss lebenslang bleiben, eben auch diese Straffantasien, wie sie im Zusammenspiel, auch das ist wichtig, um die Erfolge des Rechtsextremismus verstehen zu können, da müssen wir über Medien reden, gerade in Europa, und ich habe mich auch sozusagen vergleichend mit Europa beschäftigt, herrscht auch in der Wissenschaft weitgehend Einigkeit, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Monopolisierungsgrad der Medien und der Stärke des Rechtsextremismus. Ja, je höher der Monopolisierungsgrad der Medien in einem Land, desto stärker der Rechtsextremismus. Schauen wir Ungarn, schauen wir Italien, schauen wir Österreich an. Weiters ist Rechtsextremismus gekennzeichnet durch eine ganz spezifische Sprache, eine sehr aggressive Sprache. Diese Sprache ist von Gewaltmetaphern durchsetzt, von Tiermetaphern im Zusammenhang mit Rassismus, aber auch im Zusammenhang mit der Verächtlichmachung der politischen Gegner und Gegnerinnen. Diese Sprache ist geprägt durch Diffamierungen, Pathologisierungen, ja, Multikulti-Wahn ist ganz beliebt. Auch sehr beliebt sind die Namenspolemiken, auch das kennen wir aus dem Antisemitismus. Also es wird auf allen Ebenen versucht, sozusagen die politische Arena auch zu vergiften, natürlich die politische, demokratische Kultur weiter zu zerstören, durchaus im Sinne einer Salami-Taktik. Ebenfalls als Element des Rechtsextremismus bezeichnen würde ich eine
wenn man so will, systematische Personalisierung des Politischen, also die Reduktion komplexer Zusammenhänge auf das Böse, meistens böse Wirken von Einzelnen. Hier ist auch schon die Neigung zur Verschwörungstheorie angesprochen, weil wie können Einzelne so etwas Komplexes wie eine Gesellschaft oder gerade die Weltwirtschaft steuern? Die müssen sich wohl im Geheimen treffen, es geht gar nicht anders. Und wir sind hier dann schon wieder auch mit einem Fuß im Antisemitismus, weil wer sind die prototypischen Verschwörer seit der ersten Verschwörung zur Ermordung Jesu? Die Juden, unter Anführungszeichen. Also eine Personalisierung des Politischen und auch eine Moralisierung des Politischen, wobei diese Moralisierung des Politischen oft auch sozusagen unter negativen Vorzeichen erfolgt, also Stichwort Gutmenschen, ja, also sozusagen unter amoralischen Vorzeichen, wo dem politischen Gegner quasi gerade die Moral vorgeworfen wird, aber im großen ganzen neuen Prozess ist es eben eine Moralisierung eben, die bösen Kapitalisten, die böse EU, die uns bedroht. Ich bin gerade aufmerksam gemacht, wann zum Ende zu kommen. Ich habe auch nicht mehr viel. Vielleicht noch eine Sache, die wichtig ist, um dann anknüpfen zu können. Der Rechtsextremismus und vor allen Dingen jetzt seine militanten Formen sind geprägt durch einen Kult der Stärke, durch Hypermaskulinismus, bestimmte auch wild gewordene Männlichkeit, die sich eben sozusagen in permanent erregierten Daumen ausdrückt auf jedem Foto auf der einen Seite, sozusagen in der parteipolitischen Inszenierung, aber auch im Neonazismus, sozusagen unter Jugendlichen, wo eine bestimmte Männlichkeit, ein Hypermaskulinismus, ich meine, eine wichtige Rolle spielt. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit, Beispiele zu bringen, warum ich die FPÖ auch auf Basis oder gerade auf Basis dieser Begrifflichkeit für rechtsextrem erachte. Wie gesagt, einiges ist hier nachzulesen. Anderes, was das Verhältnis der FPÖ zum Neonazismus betrifft, hat Kollege Strache ein wichtiges Buch vorgelegt, beziehungsweise auch auf den Seiten des Dokumentationsarchivs, beziehungsweise Stopp die Rechten, ist hier diesbezüglich einiges zu finden. Wie gesagt, ich selbst habe zum Antisemitismus der FPÖ geschrieben und eben jetzt zum, nicht anti, aber doch undemokratischen Charakter der FPÖ in diesem Buch. Ich möchte abschließend auf einen wichtigen Aspekt hinweisen, der ist eingangs, glaube ich, zumindest angedeutet worden, nämlich das zentrale Versprechen des Rechtsextremismus, beziehungsweise jetzt am Ende habe ich den Begriff auch erwähnt, mit der phallischen Stärke, wenn man so will. Das ist das Versprechen von Stärke, von Sicherheit, von Geborgenheit und genau dieses Versprechen natürlich fällt bei nicht allen Jugendlichen, sondern bei bestimmten Jugendlichen in bestimmten Lebenslagen auf fruchtbaren Boden, gerade in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung, in Zeiten, die nicht nur unter Jugendlichen, aber vor allen Dingen Angst oder noch mehr Angst produzieren. Und der Rechtsextremismus stellt meiner Meinung nach auch hier eine Form dar, mit diesen Ängsten umzugehen, beziehungsweise sie projektiv auf andere, sozusagen an anderen auszuagieren, wie im Übrigen auch sozusagen die eigene ökonomische Misere leichter zu ertragen ist, wenn man einen Schuldigen hat, sozusagen, der dafür verantwortlich zu machen ist. Und zum Schluss, auch das ist gerade jetzt für Jugendliche, die in die Neonazi-Szene reinkommen, ich würde sogar als Haupteinstiegsmotiv nennen. Das betrifft jetzt nicht die Kader, also die sind zu 90, also zumindest in Österreich, und ich kenne noch einige und habe einige mir auch genauer angeschaut, was ihre Biografie betrifft. Ich würde sagen, die Kader der Neonazi-Szene stammen zu gut 80% aus einschlägigen Elternhäusern. Also es ist mittlerweile dritte, vierte Generation, alle in einer Burschenschaft, die hier diesbezüglich sozusagen auch Kontinuität aufweisen können. Wenn wir je weiter wir nach unten gehen, desto
ideologieferner wird es zumindest anfänglich, was die Einstiegsmotive betrifft. Hier ist nicht die Zustimmung zum Nationalsozialismus motivierend, sondern vor allen Dingen eines, Gewalterfahrung, ja, die man eben vor allen Dingen zu Hause macht. Ich darf erinnern, dass bei der letzten mir bekannten Kinder- und Jugendstudie ein Viertel der befragten 14- bis 19-Jährigen angegeben haben, regelmäßig Gewalt zu erfahren im Elternhaus. Ein Viertel, also wir liegen da im OECD-Schnitt ganz weit vorn. Nicht umsonst wird von Rechtsextremen das auch als gesunde Watschen, aber leider nicht nur, auch vom Boulevard und anderen sozusagen legitimiert. Und ja, wenn man von klein auf sozusagen mit diesen lieblosen, gewalttätigen Erziehungsstilen konfrontiert ist, läuft man eben Gefahr, und das ist jetzt kein Vorwurf an die Jugendlichen, in der Adoleszenz, und hier gibt es auch geschlechterspezifische Unterschiede, vielleicht können wir die im Workshop auch diskutieren, sozusagen, ja, von sehr gewalttätigen Milieus zu suchen. Und der Neonazismus ist tatsächlich, zumindest mir, ja, auch wenn er jetzt von neosalafistisch-dschihadistischer Seite Konkurrenz bekommen hat, aber auch hier gibt es Ähnlichkeiten, sicher das gewalttätigste Milieu. Du sollst hassen, du darfst hassen, ja, oder wie Nazis singen, Neonazis, mit der Lizenz zum Töten ziehen wir durch das Land, dann wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt. Danke. Danke, Andreas, für dieses einleitende Referat. Auch danke für diese ausführlichen Beschreibungen, deine Definition des Rechtsextremismus und auch den sehr deutlichen Alltags- und aktuellen Beispielen, die du zur Abgrenzung hier eingebracht hast. Wahrscheinlich wird man ja auch dann im Arbeitskreis Betätigungsfelder des Rechtsextremismus auch darüber genau diskutieren können. Für mich ist jetzt die Möglichkeit, oder für euch ist die Möglichkeit, jetzt einmal die nächsten 10 Minuten Rückfragen zu stellen, direkt Anfragen dabei zu stellen, bevor wir dann in die weitere Referatsrunde kommen. Ja, mich würde interessieren, ob es aus Ihrer Sicht Sinn macht, religiösen Extremismus, der diese beiden zwei Kernelemente auch hat, die Hoffnung natürlicher und gleichzeitig Denken und Handeln Völker, das auch unter Rechtsextremismus zu fassen, weil das hätte ja schon irgendwie für die Argumentation was sehr Bestechendes zu sagen, Extremismus in zwei Lagern, die sich scheinbar ja auf der oberflächlichen medialen Ebene unversöhnlich gegenüberstehen, ja in eins zusammenzubekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es jetzt vor allem um den Islamismus, politischen Islam und Neosalafismus. Ich bin wirklich bei Ihnen auch bei dem Wunsch, das auch zusammendenken zu können. Und tatsächlich gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, sowohl ja, was die Angebotsseite betrifft, aber auch jetzt, wenn man die Wendung aufs Subjekt macht, sozusagen, wer fragt das nach, ja, auch was die Nachfrageseite betrifft, gerade unter Jugendlichen. Und darum war es ja auch in den letzten Jahren, auch für mich in der Präventionsarbeit sozusagen nicht sehr schwer, also von der mehrheitsösterreichischen Präventionsarbeit, und das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, es ist zwar erst seit letztem Jahr Thema, ja, in den Medien, aber in Wahrheit passiert das ja schon seit Jahren, wir merken ja in den Schulen seit Jahren diese auch Fanatisierung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Also das heißt, es gibt auch auf der Nachfrageseite hier Parallelen und Ähnlichkeiten, aber gerade die von Ihnen genannten Punkte und sozusagen dieses Minimum, das müssen wir uns genauer anschauen, weil zumindest so wie ich den politischen Islam verstehe, argumentiert er tatsächlich ja genau nicht mit der Natürlichkeit und mit dem sozusagen, aber mit der Gemeinschaft sehr wohl. Das ist ein ganz wichtiges Moment, und da ist auch die stärkste Ähnlichkeit sozusagen die Umma als quasi übernationale Gemeinschaft. Also der politische Islam und hier vor allem der Neosalafismus ist eben nicht nationalistisch, ja, streng genommen, sondern ja, auch anti-etatistisch, sowohl was jetzt konkret die jeweiligen Staats- und Regierungsformen anzieht, und ja, da ist ja einiges zu kritisieren, gerade im arabischen Raum, aber auch grundsätzlich, ja, also die Frontstellung auch gegen den modernen Nationalstaat als Konzept, gegen die Demokratie natürlich, und dem in Gegenstellung, das ist durchaus eine Parallele, steht die UMA eben als quasi Gemeinschaft, nur im Unterschied zur Blutsgemeinschaft, vor allem des militanten Rechtsextremismus, kann man der UMA beitreten.
Ja, also es hat dann doch wieder eher strukturelle Ähnlichkeit mit der politischen Nation. Aber also ich würde gerade an diesem Punkt eher Differenz aufmachen. Aber dennoch gibt es, und da bin ich voll bei Ihnen, genug ja, Ähnlichkeiten, Antisemitismus im Frauenbild, in der Gewalt, Faszination, Gewalttätigkeit, die ja, es durchaus erlauben, den Islamismus als religionsspezifische oder lokal kulturell spezifische Form auch des Rechtsextremismus zu charakterisieren und auch in der Frage eben der Bekämpfung und Prävention macht es durchaus auch Sinn, wie im Übrigen ja der Staat es ja jetzt gerade in der Novelle des Abzeichengesetzes auch in gewisser Weise so gemacht hat, indem er die, zum Beispiel die IS-Symbole auch noch hereingenommen hat und quasi mit Hakenkreuz und Doppelsiegrune ist das jetzt das dritte, was in Österreich verboten ist, oder sind mehrere, sind insgesamt 2,5 Seiten, weil es die in verschiedenen Varianten gibt. Aber auch das zeigt, dass es hier durchaus auch, was die Bekämpfung betrifft, durchaus Sinn macht, auf schon Bewährtes zurückzugreifen. Also schon Rechtsextremismus als westlich-christliches Phänomen. Weil, also Breivik zum Beispiel fällt ja ganz klar hinein, oder? Genau. Er ist eben aufgrund seiner sozusagen historischen Entstehung, des Hervorgehens aus dem Konservativismus, sozusagen in seiner Frontstellung gegen die Aufklärung, gegen die bürgerliche Revolution, natürlich ein sehr europäisches Phänomen. Ist aber, so wie der Nationalsozialismus auch es historisch war und der Neonazismus es heute ist, universalisierbar. Ja. Also er kann durchaus auch exportiert werden, wenn man so will, als politische Form, Ideologie sowieso und ja, anzunehmen auch als Herrschaftsform. Danke. Ja. Ich glaube nicht, dass Rechtsextremismus nur westlich-christliches Phänomen ist. Stichwort Japan, Stichwort indische Regierungspartei. Aber zwei konkrete Fragen. Es gibt jetzt eine neue Regierungspartei in Griechenland, die von allen Medien als rechtspopulistisch bezeichnet wird. Ich glaube schon, dass das in der Hinsicht ein Irrtum ist und die als rechtsextrem zu qualifizieren ist. Ich weiß gar nicht, wie die Partei heißt. Ja, also ist zumindest in meiner Wahrnehmung würde ich sie als rechtspopulistisch bezeichnen, wobei im Unterschied zum nord- und westeuropäischen Rechtspopulismus, aber das ist, hängt mit Spezifikkeiten eben griechischen Besonderheiten zusammen, wie überhaupt, da, und da geht es um Antisemitismus, also was sozusagen dafür sprechen würde, diese Partei als rechtsextrem zu bezeichnen, ist der extreme Antisemitismus dieser unabhängigen Griechen. Nur, das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal jetzt in Griechenland. Griechenland hat 68%, also Antisemitismuswerte ist das antisemitischste Land in Europa momentan, ich glaube, wenig überraschend. Wenn man Bescheid weiß über den Zusammenhang von Krise, von undurchschauter Katastrophe und Bedrohung, auch wirtschaftlicher Art und Antisemitismus. Also da relativiere ich jetzt mein Urteil auch gleich wieder, wie gesagt, aber dennoch würde ich meinen, die Partei ist rechtspopulistisch, weil ansonsten doch viele Elemente fehlen in der Programmatik, sofern sie mir bekannt ist, und in der Agitation und vor allen Dingen die unabhängigen Griechen wollen im Europäischen Parlament nichts mit rechtsextremen Parteien wie FPÖ, Front National oder Flamsbelang zu tun haben. Die unabhängigen Griechen sind meines Wissens Mitglieder der Fraktion Europa der Konservativen und Reformisten, wo die britischen Tories drinnen sind, die zwar auch ja, sehr konservativ sind, eine sympathische politische Partei, aber die sind nicht rechtsextrem. Ja, und insofern wird es durchaus Sinn machen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich es so super finde, von Syriza diese Koalition eingegangen zu haben, aber auch hier muss man schon auch sehen, dass für Syriza nicht viel Alternativen bestanden haben. Man sieht, die Alternative wäre gewesen, auf die Regierungsübernahme zu verzichten, weil tatsächlich kein anderer Koalitionspartner möglich war und die goldene Morgenröte von Syriza ausgeschlossen wurde. Ja, danke, war nur eine kurze Frage. Und noch eine kurze Frage. In den USA gibt es rechtsextreme Gruppierungen, die explizit mit der Bezugnahme auf die US-Verfassung nicht für den starken Staat, sondern ganz gegen den starken Staat sind. Ist das Widerspruch? Nicht unbedingt. Wie gesagt, es ist ein Element, das in manchen Regionen fehlen kann oder in manchen historischen Phasen sozusagen zurückgefahren wird. Der amerikanische Rechtsextremismus hat tatsächlich
auch ja, durchaus auch unabhängig vom europäischen, genauso wie der von dir genannte auch japanische oder indische, wobei es hier natürlich auch vor allen Dingen Nationalismen sind, die ja, für sich genommen, wie gesagt, noch nicht ausreichend von Rechtsextremismus zu sprechen, auch wenn Nationalismus nichts Schönes ist, gerade heute dieser militante Nationalismus, von, also der hinduistische oder jetzt der japanische, tatsächlich weist dieses Beispiel auf eine Möglichkeit auch der Verbindung von ja, Liberalismus und Rechtsextremismus, was durchaus möglich ist. Schon Marcuse weist in seinem sehr lesenswerten Aufsatz gerade für die Auseinandersetzung mit aktuellen Formen von Rechtsextremismus. Der Text heißt der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung, wo er eben herausarbeitet, diese ja, durchaus ja, Ähnlichkeiten und Analogien und das Einanderzuarbeiten von Liberalismus und in dem Fall halt Faschismus, wie er das genannt hat. Und hier macht er vor allen Dingen die Irrationalität, den Irrationalismus stark als verbindendes Glied. Und es gibt tatsächlich Formen, die Neoliberalismus, sozusagen Anti-Etatismus, verbinden mit extremen Rassismus und die durchaus als rechtsextrem zu bezeichnen sind. Also das ist ein weder neues Phänomen, aber durchaus zu bemerkendes Phänomen. In Europa vielleicht noch weniger, da gibt es andere Traditionen, aber gerade in den USA, also dem kann ich nur zustimmen. Danke, Andreas. Wenn es noch weitere Fragen dann im Detail zum Andreas gibt oder über den Vortrag von Andreas, kann man den sicher dann in der Café- und Mittagspause, wie war es, dass er da immer gern auch dabei ist, darüber zu reden. Also, da wissen wir alle, wie viel er dazu zu sagen hat. Nochmal ganz herzlichen Dank, Andreas, über das. Und bitte ich jetzt, Karl, mit dem zweiten Bereich, nämlich mit dem Bereich Entwicklung des Rechtsextremismus, deinen Vortrag zu halten. Ja, einen schönen guten Morgen. Wie man an meiner Stimme erkennen kann, bin ich etwas verkühlt und werde daher nicht das Rednerpult erklimmen, sondern von hier aus euch mit der Entwicklung des Rechtsextremismus konfrontieren. Gleich zum Thema, auch da sozusagen eine Entschuldigung zu Beginn, als ich nachgefragt habe, was darunter für ein zeitlicher oder historischer Rahmen zu sehen ist, hat es geheißen, da bist du ganz frei. Ja? Also ich werde tatsächlich den Rechtsextremismus nur der letzten Jahre behandeln und auch deshalb, weil ich der Meinung bin, das hat wenig Sinn, wenn wir jetzt über den Rechtsextremismus der 60er Jahre oder über die Neonazis in den 90er Jahren, weil das zwei so typische Jahrzehnte sind, in denen Rechtsextremismus bzw. Neonazismus in Österreich sehr deutlich sichtbar geworden ist in den 60er Jahren. Ist bekannt, Südtirol, ja. Man sagt heute dazu Terror, aber damals waren es unsere Bumser liebevoll genannt, also die Nazis, die mit Bomben andere Leute ermordet haben. Es war Boroteikiewicz und alles rundherum. Und in den 90er Jahren nicht nur der Briefbombenterror, sondern natürlich auch der mehr oder minder aktionistische Neonazismus in Form der Vereinigten Außerparlamentarischen Opposition, FAPO, des Gottfried Küssl, als sichtbarer Ausdruck für eine, das war nicht die einzige Organisation, aber für eine starke, einen starken Versuch, den Neonazismus über eine Organisierung wieder lebensfähig zu machen. Aus den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik lässt sich vielleicht mitnehmen eines: Es gibt in Österreich, das würde ich mal als These voranstellen, kann man ja dann schauen, fast keinen Rechtsextremismus außerhalb des Neonazismus. Das passt durchaus zu dem, was Andreas Beham schon erklärt hat, sondern in Österreich hat der Rechtsextremismus entweder immer im Neonazismus seinen Ausgangspunkt oder seinen Endpunkt gefunden. Schönes Beispiel dafür sind die Identitären, wo es sozusagen die Arbeit der letzten Jahre war, nachzuweisen, dass die Identitären alle aus
Neonazi-Lager kommen und vor ja, 3-4 Jahren noch in Dresden demonstriert haben und jetzt sozusagen sich als diejenigen gerieren, die nie etwas mit Neonazismus und mit Extremismen aller Art zu tun haben, sondern in der Mitte der Gesellschaft und so weiter stehen. Also, was man mitnehmen kann, das, die erste These müsste man sich genauer noch anschauen. Es gibt keinen oder fast keinen Rechtsextremismus in Österreich außerhalb des Neonazismus. Er ist immer durch ihn geprägt. Ja, das heißt nicht, dass alle Rechtsextremen in Österreich Neonazis sind, aber es ist immer durch sozusagen diese Kultur, durch die Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, durch die positive Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, auf bestimmte Elemente des Nationalsozialismus ist der Rechtsextremismus in Österreich geprägt. Das Zweite, was man mitnehmen kann, es gibt eine bestimmte, das ist dieses blöde Wort, das man eigentlich nicht verwenden soll, Situationselastizität des Rechtsextremismus auch. Das beginnt schon nach 1945 in den ersten Jahren damit, dass wegen der starken Repression, die es durch die Alliierten gegeben hat, gegenüber jeder neonazistischen Wiederbetätigung die Nazis auf die kluge Idee für sich genommen, haben sie glaubt, dass es eine kluge Idee gekommen sind, die positive Bezugnahme auf Deutschland, also Nationalsozialismus und Deutschland, zu ersetzen durch Österreich. Also jeder Nazi hat irgendwie statt Deutschland und Großdeutsches Reich Österreich gesagt. Wenn man da nicht erkennt, dass sozusagen dieser, wie hast du es genannt, Hyperpatriotismus auch heute eine große Rolle spielt, gerade im Umfeld der FPÖ, ja, wo sie ja nur sozusagen die Fahnen, die rot-weiß-roten Fahnen, die erdrücken ja teilweise schon alles. Man sieht ja keine Leiten mehr, sondern nur mehr die rot-weiß-roten Fahnen, wenn der Strache irgendwo einmarschiert. Auch eine, ich würde da gerne Anekdoten erzählen, eine Anekdote dazu, bei der Weltmeisterschaft 2008, Fußball-Weltmeisterschaft, ich glaube 2008 war sie, hat es heftige Debatten gegeben innerhalb der österreichischen Neonazis, für wen sie halten sollen. Ja, Österreich ist ja bekannterweise nicht angetreten. Jetzt hat es welche gegeben, österreichische Neonazis, die sozusagen mit dem überhaupt nichts anfangen haben können, mit dieser WM, weil Österreich ja nicht vertreten war. Dann hat es die gegeben, die gegen Deutschland waren, weil bei den Deutschen so viele Ausländer mitkicken, also man konnte nicht für Deutschland sein. Und dann hat es die andere Fraktion der Nazis gegeben, die natürlich nach wie vor blind, wenn Deutschland irgendwo ist, dann müssen sie folgen. Also es waren drei Fraktionen von Neonazis, die aber unterschiedliche Orientierungen zumindest beim Fußballspiel gehabt haben. Ein anderer Punkt auch noch aus der unmittelbaren Nachkriegsperiode, der auch charakterisiert diesen Umgang Österreichs in den Entnazifizierungsstellen, die es damals gegeben hat und die eingerichtet worden sind, um zu klassifizieren, ob jemand minder oder schwer belasteter Neonazi ist. In etlichen dieser Entnazifizierungsstellen, die also den sogenannten Persilschein ausgestellt haben, man ist nicht ein Neonazi, die sind geleitet worden von Nazis. Ja? Das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die fleißig Persilscheine, nicht belastet, für ihre Klientel ausgestellt haben, sozusagen spricht halt auch dafür, dass der Umgang Österreichs sehr lange Zeit, und vor allem in dieser Nachkriegszeit, sehr oberflächlich war in Bezug auf Entnazifizierung. So, jetzt aber eigentlich der eigentliche Einstieg. Ich habe bevor wir jetzt diese Tagung anfangen haben mit dem Uwe Seiler, der ja auch hier ist, mich gerade beraten darüber, weil der Ausgangspunkt für meinen Einstieg jetzt in die Entwicklung des Rechtsextremismus hat genau hier auch begonnen. Das war der Untersuchungsausschuss, der
gegen mich und den Uwe Seiler und einige andere eingerichtet wurde im Jahr 2009, der größte Spitzelskandal zur Zweiten Republik, hat die FPÖ gesagt. Wahnsinn, der Höllinger hat das ganze Innenministerium, den Verfassungsschutz für sich instrumentalisiert, sieht man ja, indem er den Uwe Seiler, den ich bis dorthin eigentlich nicht gekannt habe, und bis hin zur Innenministerin, die nicht gerade so mir freundlich gesonnene Innenministerin, Defekter war das damals, ja, für sich arbeiten lässt. Es war so abstrus, aber gleichzeitig so massiv und wie sich dann herausgestellt hat, auch so gut organisiert wie in Österreich, innerhalb kürzester Zeit Verfolgungsmaßnahmen gegen diejenigen eingeleitet werden, die Rechtsextremismus kritisieren. Beim Uwe Seiler war es die Suspendierung vom Job. Bei uns beiden, wie konnte man nicht vom Job suspendieren, weil damals war ich Abgeordneter, bei uns beiden waren es etliche Strafanzeigen, die wir erhalten haben, durch die FPÖ etc. Alles im Endeffekt, also verronnen, es ist nichts übrig geblieben, ja, wo denn auch, ja. Aber trotzdem, es war über ein halbes Jahr ein sehr massiver, für mich nicht der erste, vielleicht für den Uwe Seiler auch nicht, ein sehr massiver Kriminalisierungsversuch. Und das alles vor dem Aspekt, und das ist eigentlich dieses Einstiegsszenario, dass 2008 ein dritter Nationalratspräsident gewählt wurde, der aus einer aber so eindeutig als rechtsextrem bzw. neonazistisch beschreibbaren Burschenschaft gekommen ist, die auf ihre Bude, und das habe ich versucht ja damals durch ein Dossier auch zu belegen, eigentlich nur Neonazis eingeladen hat. Neonazis als Vortragende, Neonazis als Sänger, die sind alle bei der Burschenschaft Olympia aufgetaucht, haben gedudelt oder irgendwie vorgetragen, und der Repräsentant dieser Burschenschaft ist der dritte Präsident des Nationalrates. Das war das eine. Das zweite waren natürlich seine Mitarbeiter, die, wie sich dann herausgestellt hat, das war der Ausgangspunkt unserer Kommunikation, die Informationen aus dem parlamentarischen Ablauf an das Neonazi-Portal Alpen-Donau weitergegeben haben. Eigentlich ein unvorstellbarer Vorgang. Aus der Mitte des Parlaments werden Informationen, die noch nicht öffentlich sind, an Alpen-Donau weitergegeben, erscheinen dort, bilden sozusagen Quelle für Nachrichten, für redaktionelle Beiträge, und niemand regt sie auf. Das war der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, im Grünen Club einige Leute, wir müssen etwas machen. Das war der Aufbau von Stopp die Rechten, das 2010 im Juni begonnen hat. Die Ziele waren der Aufbau einer Internetseite mit Gedächtnisfunktion, also wo man Informationen zumindest über diesen Zeitraum abrufen kann. Allgemeine Informationen, Aktivitätsangebote, regelmäßige Analyse rechtsextremer und neonazistischer Aktivitäten, Sprachrohr zu sein, die Etablierung eines Netzwerkes und auch die Kritik an den institutionellen Beobachtern von Neonazismus. Damit ist gemeint der Verfassungsschutz bzw. die Justiz, die damals noch überwiegend, für den Verfassungsschutz gilt es auch heute noch, aber für die Justiz schon wesentlich weniger, überwiegend verharmlosend bzw. das tatsächliche Potenzial des Rechtsextremismus negierend mit dem umgegangen sind. In diesem Szenario haben wir begonnen zu arbeiten, und ich erinnere nur daran, dass 2011, und das ist nicht der Erfolg von Stopp die Rechten allein, sondern von zahlreichen anderen Institutionen bzw. Aktivitäten in dem Bereich, 2011 ist Alpen-Donau hops gegangen, ja, eingestellt worden. Die einige Protagonisten, nicht alle, noch immer nicht, ja, wesentliche Protagonisten von Alpen-Donau sind noch nicht vor Gericht gestanden, aber einige Protagonisten von Alpen-Donau sind vor Gericht gestanden. Alpen-Donau gibt es nicht mehr,
das Moschee AD-Spiel, ich weiß nicht, ob sich wer auch noch erinnern kann, war auch eine gelungene Aktion. So wie es uns eine Zeit lang, und damit bin ich auch dann sozusagen von der Beschreibung von Stopp die Rechten bald wieder weg, gelungen ist, durch unsere Aktivitäten, durch unsere Berichterstattung einfach dafür zu sorgen, dass bestimmte rechtsextreme Webseiten nicht mehr länger agieren können, beziehungsweise dass die Justiz oder auch die Exekutive gezwungen war, gegen bestimmte rechtsextreme Aktivitäten vorzugehen. Stichwort Objekt 21, es waren auch nicht wir allein, da war die österreichische Antifa natürlich auch sehr, sehr wesentlich beteiligt. Aber damit bin ich ja bei der Beschreibung von Stopp die Rechten, wir sind nicht diejenigen, die sozusagen den Rechtsextremismus bekämpfen. Da hat sich Gott sei Dank auch in diesen 5 Jahren einiges getan. Es gibt nicht nur, was es immer gegeben hat, eine starke oberösterreichische Antifa, die aus den verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Organisationsformen tätig ist, sondern, was mich sehr freut, es gibt eine nach außen hin, ja, vielleicht noch nicht so sichtbare Gruppe, loser Kooperation, Heimat ohne Hass, die sehr systematisch bestimmte Webseiten nach verhetzenden bzw. nationalsozialistischen Aktivitäten untersuchen. Das hat sich in diesen Jahren gebildet und das war eigentlich zwar nicht ursprünglich von uns intendiert, aber weil wir uns das Zusammenwirken oder die Zusammenarbeit anders vorgestellt haben, aber was wir am Anfang unserer Arbeit bemerkt haben, war, es gibt in den verschiedenen Bereichen Webseiten antifaschistische, die über Rechtsextremismus in Österreich berichten, aber kaum beliefert werden mit Content. Ja, da gibt es vielleicht 3-mal im Jahr eine Meldung. Natürlich funktioniert das in der Regel nicht. Weil man schaut nicht jeden Tag eine Webseite an, wo man nach 2 oder 3 Monaten draufkommt, da ist noch immer nichts Neues so. Ja? Es ist so. Und unsere Funktion oder unsere Aufgabe haben wir darin gesehen, regelmäßig nicht nur zu berichten über Rechtsextremismus, sondern auch auf diese Aktivitäten aufmerksam zu machen, wenn sie stattfinden, das mitzunehmen, sodass die einen Multiplikator dadurch haben. Das hat sich ein bisschen verändert, aber im Wesentlichen ist das auch noch immer eins der Ziele. Sage ich mal vielleicht zu Stopp die Rechten abschließend etwas, was die Verbreitung betrifft und was dann auch dazu überführt, dass man schön kontrastieren kann, wie Rechtsextreme arbeiten mittlerweile. Im November 10, also ein paar Monate nach Beginn, hatten wir ungefähr 33.000 Visits und 900.000 Hits. Jetzt weiß ich schon, das ist aus Zählmethoden, die ja, problematisch sind. November 12, 54.000 Visits und auch wieder 917.000 Hits. November 13, das war einfach aufgrund der Vorfälle bemerkenswert, 95.000 Visits, also fast eine Verdoppelung und etwas mehr als 2 Millionen Hits. November 14, 87.000 Visits und 1,7 Millionen Hits. Das heißt, die Seite, kann man auch kürzer ausdrücken, wird oder hat sich etabliert im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich als die Seite, die am regelmäßigsten, nicht jetzt über gesamt deutschsprachigen Raum, sondern schon in erster Linie Österreich, Informationen über Rechtsextremismus bzw. Aktionen gegen den Rechtsextremismus berichtet. Was man im Zeitraum unserer Aktivitäten feststellen kann, einiges habe ich schon erwähnt, ist, dass es das Ende der klassischen Neonazi-Homepages war und ist. Ich sage nur Alpen-Donau, tschüss. Stolz und Frei, Nachfolger, tschüss. Die Azi, ein riesiges Forum oder Portal, weg. Nachfolger von Die Azi war eigentlich die Nationale Revolution, auch wieder mit einem
nicht unerheblichen österreichischen Anteil weg. Eine Jugend rebelliert, beschränkt auf Vorarlberg hauptsächlich, weg. Die Nationale Volkspartei, die auch schwerpunktmäßig auf Homepages gesetzt hat, weil das sozusagen das einzige war, was der Robert Faller irgendwie beherrscht hat, irgendwelche Homepages zu errichten, weg. Was in diesem Zeitraum auch noch bemerkenswert ist, dass, würde ich jetzt einmal die These aufstellen, zentralistisch organisierte Akteure im neonazistischen Bereich, und das passt ja klassisch zur Ideologie dazu, zunehmend Schwierigkeiten hatten, so zu agieren. Also es ist das Ende auch der klassisch führermäßig organisierten Strukturen. Das ist ganz deutlich gewesen in diesem Ansatz auch bei Alten Donau. Da gibt es den Chef oder die Chefs im Zentrum und dann gibt es die Landesgruppen, die Kameradschaften, die sozusagen die Basis arbeiten worden sind. Es hat nicht funktioniert, ja, im Endeffekt. Da, bei Alten Donau, es ist irgendwie lustig gewesen, wenn man das verfolgt hat, die haben großen Wert drauf gelegt, dass die Neonazis, die sich da im Forum drin unterhalten, nur ja nicht irgendwelche englischen Namen verwenden, weil englische Namen, das ist einfach pfui, ja. Naja, die haben sich nichts geschissen, die Neonazis, die da drinnen, die Warrior, was weiß ich, NS-Warrior und mit allen möglichen Namen. Das heißt, hätten die Neonazis in diesem Forum ihre Intention, ihre Regeln strikt durchgesetzt, wäre sowieso von Anfang an niemand übrig geblieben, weil das nicht mehr funktioniert auf die Art und Weise. Ist zumindest meine Behauptung. Also es gibt Probleme für die zentralistischen Akteure in der Neonazi-Szene und was bemerkbar ist von dieser klassischen Internetarbeit über Homepages, hat sich fast alles in die sozialen Netzwerke verlagert. Also wo es nicht mehr so zentrale Informationsangebote gibt, sondern wo in den unterschiedlichsten Gruppen und Gemeinschaften auf Facebook beispielsweise als dem größten sozialen Netzwerk rechtsextreme Propaganda vermittelt wird oder weitertransportiert wird. Das hat enorme Bedeutung. Es gibt, wenn man so will, eine, glaube ich, kann man wirklich sagen, eine Entgrenzung des rechtsextremen Milieus. Es war vorher so, man hat gewusst, wenn man auf eine dieser Seiten geht oder wenn man von irgendjemandem eine Botschaft, eine Zeitung oder irgendwas angeschaut hat, da war entweder das Hockenkreuz oben oder sonst irgendein Symbol, das hat an Bedeutung verloren. Über die sozialen Netzwerke, Botschaften, die abgesetzt werden mit rechtsextremen Inhalten, die haben nicht die klassische Aufschrift Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei oder sonst irgendwas, sondern sie gewinnen gerade dadurch an Wirkung und Bedeutung, dass sie scheinbar zunächst einmal neutral daherkommen. Ein schönes Beispiel waren oder sind nach wie vor die Kampagnen, die von Neonazis zum Thema Pädophilie, Kinderschänder gemacht werden. Da braucht man nur ein Bild hineinstellen, ein geschlagenes Kind. Wer? Gibt doch nicht ein Like. Natürlich alle. 3 Minuten. Okay. Das heißt, diese Entgrenzung des Rechtsextremen, des sichtbar Rechtsextremen über die sozialen Netzwerke ist meines Erachtens das Hauptproblem, weil es für Jugendliche, vor allem für junge Menschen, wesentlich schwieriger ist, sich sozusagen da den Zugriff herauszuholen und das zu bewerten, weil die Macht der Bilder, und da wird viel mit Bildern und Videos gearbeitet, deutlich mehr emotionalisiert als eine rein schriftliche Botschaft. Es ist auch bemerkenswert, beispielsweise der Strache auf seiner Seite, jetzt habe ich zu wenig Zeit, um das noch näher zu beleuchten, sehr oft seine Botschaften nur
mit der Bemerkung, das ist interessant, das ist auch zu lesen oder anzuschauen, abgibt. Also da wenig eigenen Kommentar dazu gibt, aber egal, wenn er ein Bild über eine, meinetwegen, Köpfung oder irgendetwas sonst oder ja, missbrauchte Kinder, fällt mir momentan sonst nichts anderes ein, ins Netz stelle, dann erzeugt es eine unheimliche Emotion. Und in dieser Emotion vergessen sich die Leute und wird sofort sozusagen dann ein einschlägiger Diskurs geführt, der nur mehr rechtsextrem sozusagen konnotiert ist. Was ich sozusagen eigentlich auch noch gern angesprochen hätte, das war, dass bei den rechtsextremen Aktionsfeldern da wird ja noch etwas kommen, nach meinem Dafürhalten das Internet und die sozialen Netzwerke alle anderen Aktionsfelder mittlerweile um Längen abhängen. Es war klassisch noch vor 10 Jahren so oder vor 15 Jahren, dass etwa der Sport, also hauptsächlich der Fußball, also ein Rekrutierungsfeld war. Musik war ein Rekrutierungsfeld für neonazistische Aktivitäten. Dadurch, dass es die AC beispielsweise nicht mehr gibt, ist da ein ganz großes Medium weggefallen, ja? Also über das man rechtsextreme Musik beziehen konnte, beziehungsweise rechtsextreme Musik, neonazistische Musiktexte sehen konnte. Die Repression in diesen Bereichen hat sozusagen die staatliche Repression gegriffen und das ist mit auch wahrscheinlich ein Grund, warum die sozialen Netzwerke dermaßen an Bedeutung gewonnen haben, dass sie alle anderen Bereiche absolut schlagen. Was bedeutet das? Und das ist vielleicht noch ein Hinweis für die Debatte, weil ich kann leider nicht bis zum Schluss bleiben. Was bedeutet das insgesamt? Was wir derzeit erleben, ist über Pegida, auch über die FPÖ, ein massiver Angriff auf alles, wodurch wir Informationen, Kommunikation herstellen. Also Lügenpresse, Stichwort. Das ist sozusagen mit einer Massivität in den letzten Jahren der vorherrschende Diskurs auf rechtsextremer Seite geworden und hat dazu geführt, dass sich fast alle im Netz über die sozialen Netzwerke ihre Botschaften, ihre Informationen über die dubiosesten Quellen holen. Über die absolut dubiosen Kopfverlag. Ja, ich weiß nicht, es wird einigen etwas sagen, aber es ist vergleichsweise noch harmlos, noch seriös in dem Bereich. Da gibt es ja, Wahrheitsministerium, eine Unzahl an Quellen, an Seiten, nach wie vor Homepages natürlich auch, aber transportiert über die sozialen Netzwerke, die jeden nach seinem Bedürfnis mit den abstrusesten Vorstellungen über Chemtrails natürlich, ja klar, und alles Mögliche, also eine Erklärung der Welt anbieten für Leute, die aufgrund der Komplexität dieser Welt und der Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und anderen Vorgängen scheitern und froh sind, wenn sie eine ganz einfache Erklärung bekommen. Und die kriegen sie über das Netz so, dass das sozusagen das Bedürfnis, sich woanders noch Informationen zu holen, nicht mehr vorhanden ist, hängt auch damit zusammen, oder was man sozusagen bei dem Punkt diskutieren müsste, ist ganz stark nachvollziehbar. Ich habe mir die Mühe gemacht, jetzt nach längerer Zeit wieder mal die Strache-Facebook-Seite anzuschauen. Es ist ein Wahnsinn eigentlich, ja, der Strache, der eigentlich nichts zu bieten hat, außer dass er manchmal sagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, worauf gleich 10.000 Strache-Jünger in Ohnmacht fallen und sagen, danke, danke. Der Strache mit sehr einfachen Mitteln, eben, schaut euch das an, diese Botschaft, oder schaut, das ist ein interessanter Artikel. Solche Wellen schafft an Emotionalität, die bedeuten, dass zu Artikeln, die
irgendwie mit Asyl, Migration, mit Islam zu tun haben, 20.000, 30.000 Personen ein Like dazu geben, tausende Personen diesen Artikel teilen, tausende. Das heißt, dass alle diese Botschaften, die über Strache mit seinen 230.000 Likes, die ihm folgen, eine Viralität hat in Österreich, die ihm ermöglicht, würde ich sagen, es wäre eigentlich ein Thema für wissenschaftliche Arbeit, mehr Leute zu erreichen als der ORF mit seinen ganzen Programmen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also was die an Gegenöffentlichkeit geschaffen haben, im Internet, auch mit klassischen Medien, die Neue Freie Zeitung, gut, es interessiert uns nicht so, weil da steht nicht nur Scheiß drinnen, aber unzensuriert, beziehungsweise was es sonst noch alles im freiheitlichen Bereich gibt. Und die Verbreitung, also vor allem über die Seite von Strache, das ist, hat eine Qualität, wie wir sie noch nicht gegeben hat in Österreich. Und die auf unserer Seite, und damit höre ich jetzt auf, also bei weitem noch nicht vorhanden ist. Bei weitem nicht vorhanden, weil Linke und Grüne reagieren ganz anders. Ja, die sagen nicht, wann einer, der Oellinger oder die Eva Klawischnik oder der Steinhaus oder sonst wer sagt, schönes Wochenende wünsche ich euch. Ja, danke, ja, das ist so, so lieb von dir. Ja, wir teilen das gleich tausendmal, sondern die sagen, ja. Kennst du meinen Bruder? Ja. Das heißt, wir funktionieren ganz anders. Aber trotzdem muss man sich mit diesen Mechanismen auseinandersetzen, weil sie zusehends völlig unbeherrschbar werden. Ja? Wir haben es in mehreren Beispielen versucht, Gegeninformationen zu schaffen, zu Informationen, die Strache auf seine Seite stellt, oder nicht nur Strache, sondern die irgendwo im Netz kursieren. Lügengeschichten, Hetzgeschichten, ja, wie man sie immer wieder findet. Wenn der Strache seinen abgedroschenen Schmäh mit den Asylwerbern, wie das war vor 2 Jahren, auf die Seite stellt, den er von der AfB, von einer neonazistischen Organisation geklaut hat, ja, ein Asylwerber oder eine Asylwerberfamilie mit 6 Kindern kriegt in Österreich 4.000 Euro. Ein österreichischer Facharbeiter mit 3 Kindern oder auch mit 6 Kindern dann, hat er das Beispiel mehrmals geändert, kriegt nur 1.500 Euro. Wenn der das ins Netz stellt, dann fliegt das durchs Netz und bleibt 2, 3 Jahre im Netz. Noch immer gibt es diese Botschaft. Eben nicht mit dem Urheber Strache, aber weil es irgendjemand von irgendwo halt aufgenommen hat. Mit einer unheimlichen Viralität wird dort gearbeitet. Wenn wir das ins Netz stellen, was wir gemacht haben, dann kriegen wir die Rückfrage, stimmt das, was ihr da gerechnet habt überhaupt? Ich glaube, ihr rechnet es auch falsch. Ja? Beziehungsweise wird schon geteilt auch, aber nicht in dieser Massivität wird es ins Netz wieder zurückgespeist, wie es von rechter bzw. rechtsextremer Seite kommt. Und auf diesen Aspekt, der jetzt sozusagen mit, weil er so zentral geworden ist in der Argumentation von Rechtsextremen über Pegida, Lügenpresse, mit diesem Aspekt, was kann man dagegen machen? Wie muss Gegeninformation von unserer Seite ausschauen? Auf den wollte ich zum Abschluss einfach nur noch einmal hinweisen. Danke, Karl, auch von dir diesen Input. Ich glaube, wir tun dann im ganzen Plenum, wenn du schon früher weg bist, ein schönes Wochenende wünschen. Das scheint ein wichtiger Punkt zu werden für uns. Aber vorher muss der Karl, genau, vorher muss der Karl vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten. Ich fange mal dann mit dir an und dann den zwei. Danke. Karl, der letzte Punkt von dir lässt mich bildungspolitisch und auch von dem, was uns Grün quasi verbindet, ein bisschen ratlos zurück. Du hast das schön auf den Punkt gebracht mit dem Gute Nacht, Leute, und diese scheinbare, diese Einheit, die damit natürlich auch suggeriert wird, wir sind eine kleine Gruppe, eine kleine heile Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Heißt das,
oder wie kann ich dich hier verstehen? Sollen wir uns überlegen, quasi auch einfache Antworten zu geben? Ich nehme mal vorweg, das meinst du nicht. Aber ist eine vielleicht notwendige Umstellung der Kommunikation, die da irgendwie mitschwingt, jetzt nochmal, ich frage besorgt und bildungspolitisch, ist das aus deiner Sicht jetzt eher eine Chance für uns zu reagieren oder ist das nicht vielleicht auch das eine oder andere Mal eine Gefahr? Was ich glaube, ist, dass wir uns um den Aspekt, wie schafft man Gegenöffentlichkeit, kümmern müssen. Das betrifft natürlich auch eine andere oder Kritik an der herrschenden Öffentlichkeit, die es ja gibt. Ja, wenn, ich brauche da jetzt nicht jemanden anagitieren, aber wenn über Konflikte wie Ukraine, Russland berichtet wird, dann wissen wir, dass in der Regel bestimmte Sachen verschwiegen werden. Das greifen die Rechtsextremen absolut ungeniert und absolut parteilich auf, in dem Fall für eine Parteinahme für Russland. Ja. Da geht es nicht darum, ob der Krieg ein Instrument zur Lösung von Konflikten ist und ähnliche Fragen, die für uns interessant werden, sondern da geht es darum, dass sie diese Unzufriedenheit über die Berichterstattung, was dort stattfindet, vor unserer Haustür nutzen, um massiv Kriegshysterie zu schüren und auch so den Konflikt weiter hochzuschaukeln. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, hat ja nun nicht unmittelbar, bedingt schon auch etwas mit Rechtsextremismus zu tun. Bedingt deshalb, weil natürlich es auffällig ist, dass die rechtsextremen Parteien in diesem Konflikt ganz eindeutig mit ganz wenigen Ausnahmen positionieren auf Seite Russlands. Ja. Was ich meine damit ist, wir haben da überhaupt keine adäquaten Instrumente, weil entweder sagt man, okay, es wird in der ZIP berichtet drüber, ja, ist man zufrieden mit dem, was ich auch nicht bin, oder es gibt sozusagen die Abwehr einer rechten Berichterstattung, dass man halt das kritisiert, was die machen. Ja. Aber bildungspolitisch, wenn du diese Frage ansprichst, glaube ich, müsste den Jugendlichen Instrumente in die Hand gelegt werden, wie sie mit Informationen, die in sozialen Netzwerken herumgeistern, anders umgehen. Ein wunderbares Beispiel. Wir haben es noch nicht veröffentlicht, aber steht ja nur an, weil es im Zusammenhang mit einer Strafanzeige gegen diese Person stattfinden wird. Es war ein wirklich absolut abscheuliches Video, wie angeblich die israelische Armee Jugendliche eingräbt in die Erde, also lebendig begräbt. Das kursiert in rechtsextremen Seiten. Wenn ich mir das Video anschaue aufs erste Mal, dann hinterlässt das natürlich Spuren. Bei jedem, der das Video anschaut. Ja? Aufs zweite hinschauen, ich bin ja geschult in diesem, weiß ich natürlich, ich muss schauen, was ist die Quelle? Ist es wirklich so? Ja? Aber wer hat die Zeit und die Möglichkeiten? Und dann stellt sich heraus, das war ein ganz anderer Zusammenhang, hat überhaupt nichts mit israelischer Armee zu tun, aber der Kontext, in dem das ins Netz eingespeist wurde, war ganz klar antisemitisch und anti-israelisch aus. Und es ist auch von Rechten eingespeist worden, also von in dem Fall FPÖ-Menschen. Ja. Ich sage es nur, da brauche ich etwas für Jugendliche, womit sie umgehen können, ja, womit sie das vorfiltern. Dass sie sich sozusagen nicht gleich aufs Erste von der Emotion weitertragen lassen, sondern auch nur einen kritischen Blick, das gilt ja dann nicht nur für Jugendliche, sondern für Erwachsene genauso. Ja. Aber in der Schule hätte man vielleicht noch Möglichkeiten, das besser zu lernen. Die nächste Frage. Mein Name ist Ingeborg Haller, ich komme aus Salzburg und vielleicht haben das eh einige von euch schon mitbekommen. Wir sind ja eigentlich seit geraumer Zeit konfrontiert mit Angriffen auf die Erinnerungskultur und wir haben ja jetzt erst vor kurzem diesen Stolperstein-Prozess gehabt, der ja auch von den Stoppt die Rechten kommentiert wurde. Ich teile deine Einschätzung, dass sich sehr viel im Netz abspielt und auch sehr viel über Kommunikation und Vernetzung dort stattfindet.
Ich habe allerdings den Prozess beobachtet und es hat sich da herausgestellt, dass diese beiden Jugendlichen sehr wohl nicht nur über das soziale Netz hier instrumentalisiert wurden, weil das muss man so sagen, die kommen aus einer sehr niedrigen Bildungsschicht. Da gab es auch in Salzburg eine Bar, die war die namens Odeon, glaube ich, hat die Kassen, und dort haben sie sich rekrutiert. Und jetzt für meine Frage schon, auch die, das Netz ist eine Geschichte, aber es muss auch sozusagen in der Realität Treffen und Netzwerke geben. Und wir stehen jetzt in Salzburg vor der Situation, dass also alle sagen, das kann nicht Salzburg sein, sondern man zieht hier ab nach Bayern. Und jetzt meine Frage, wie schätzt du das ein, dieses Zusammenspiel zwischen dem, dass man sie rekrutiert übers Netz, aber auch wie weit es auch Zellen gibt, die sich wirklich also treffen in Österreich, Bayern, wie auch immer. Und mein Eindruck ist auch der, dass wir in Salzburg das Problem haben, ist auch schon angesprochen worden, dass hier die Polizei, also das ist sicher auch was, was wir diskutieren müssen, weil für uns ist es völlig unverständlich, dass also nach wie vor, es hat zwei Täter jetzt gegeben, aber es ist ja weitergegangen, hier die Polizei so im Anführungszeichen Dunklen tappt, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Also das würde mich auch noch interessieren, also wie du das einschätzt, neben Netz, auf was wir da aufpassen müssen, wie wir da auch zu den Leuten kommen. Was Salzburg betrifft, danke für die Frage, weil da könnte man natürlich länger weiterarbeiten. Die einzigartige Qualität in Salzburg war die, dass es hier einen Ort gegeben hat, physischen Ort, nämlich Odins Bar, wo sich Neonazis und Jugendliche, die irgendwie an diese Szene anknüpfen wollten, treffen konnten. Das war klar, wenn man da reingeht, da sitzen Neonazis drinnen. Der Chef dieser Bar, den habe ich ein Jahr bevor er die Bar eröffnet gemacht hat, wegen NS-Wiederbetätigung angezeigt. Diese Anzeige wurde damals niedergelegt. Etwas später, nach Odins Bar, ist er wegen Wiederbetätigung ja verurteilt worden. Das ist nur ein sichtbarer Ausdruck dafür, wie in dem Fall die Justiz, aber auch der Verfassungsschutz völlig versagt haben. Die haben zugeschaut, wie sie über ein halbes, dreiviertel Jahr Neonazis in dem Lokal drin treffen können. Und das ist eine ähnliche Qualität wie Objekt 21, ja? Ein umgebauter Bauernhof, in dem sie die Neonazis aus Salzburg und aus Oberösterreich und aus Bayern treffen konnten und auch übernachten konnten. Da war ja alles sozusagen schon das gesamte Freizeitangebot, Bier saufen und übernachten und ein bisschen irgendwo kriminelle Aktivitäten auch noch unternehmen. Da war alles integriert, Full Package, während in Salzburg eben nur die Bar war. Aber das zuzulassen und solche Vorfälle oder physischen Orte gilt es zu verhindern natürlich, weil das ist sozusagen ein massiver Schritt in der Möglichkeit für Neonazis Jugendliche zu rekrutieren. Ja, überhaupt keine Frage. So, dann danke ich ganz herzlich. Bitte sich nochmal jetzt zu überlegen, welche dieser Arbeitsgruppen jetzt nach der Pause, nach der Kaffeepause geht.